Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind wieder bei Österreich. Wie wir sehen, ist natürlich noch nichts passiert. Die ersten beiden Male habe ich in einem Stück mehr oder weniger aufgenommen. Heute werden wir unsere erste Forschung beenden. Vielleicht nur ganz kurz. Mich hat natürlich niemand gefragt, weil so viele Follower habe ich natürlich noch nicht. Aber ich habe mir, bevor ich dieses Let's Play gemacht habe, auch einige Let's Plays von anderen Leuten angeschaut. Natürlich auch zum Thema Österreich. Und das Interessante bei fast allen ist, dass sie eigentlich sehr unterschiedlich zu mir das Ganze angehen. Während ich im Großen und Ganzen, während ich im Großen und Ganzen versuche, vor allem am Anfang des Spiels möglichst friedlich zu spielen, eigentlich überhaupt das gesamte Spiel hindurch, sind die meisten anderen Spieler, die ich kenne, eher der Meinung, dass man von Anfang an in Militärtechnologie investieren sollte. Ich bin da anderer Meinung, denn, und seht ihr, unsere erste Forschung. Gehen wir auf die Details. Denn, und das habe ich eigentlich in jedem meiner Spiele gesehen, wenn man mit einer sehr schwachen Nation, vor allem was die Alphabetisierung betrifft, am Anfang in diese Kulturtechnologien und in Industrie investiert, macht sich das weit bezahlter, als wenn ich am Anfang in Armee investiere. Dadurch, durch den Positivismus nur noch 7888, wir sind schon ein wenig billiger geworden. Ein wenig billiger, weil seine Zeitung schon da ist. Machen wir vielleicht dieses Mal Medizin. Warum macht es Sinn? Nun, je niedriger die Alphabetisierungsrate und je weniger Geistliche oder Lehrer ich im Land habe, desto geringer ist meine Forschungsquote. Ich habe derzeit 8,5. Die setzt sich zusammen, also 2 Punkte bekomme ich daher, weil ich etwa 1,3% Geistliche im Reich habe. Das ist stark gestiegen. Am Anfang habe ich nur noch et nur etwa etwas knapp über 1% gehabt. Das haben meine nationalen Foki und auch meine Geldpolitik, also meine Gehaltspolitik sehr stark verändert. 1,5 Punkte kriegt man durch die Großmacht, das ist sowieso immer, solange man Großmacht ist. Und die Alphabetisierung bringt uns auch nochmal 0,6 Punkte, 0,66 Punkte. Je höher die Alphabetisierung also ist, desto mehr Punkte. Auch bei den Geistlichen ist es so, wenn ich 2% Geistliche habe, kriege ich insgesamt 3 Punkte oder 4 Punkte sogar, Forschungspunkte, na, 3 Punkte wahrscheinlich, 3 Forschungspunkte durch Geistliche. Und das zahlt sich dann aus. Pluralität, die wir jetzt auch hoffentlich bekommen durch die, na, wie hat das geheißen, durch den ideologischen Gedanken, verbessert das. Wir sehen hier, die Pluralität ist derzeit plus 52,9%. Durch den ideologischen Gedanken sollte das auf etwa 70% steigen. Das heißt, die Basispunkte, die wir erhalten, nämlich die 2,04 plus die 0,66, das sind insgesamt 2,7 plus nochmal 1,5, das sind 4,2 Punkte insgesamt oder 4,21. Man sieht da die Punkte hinter dem zweiten Komma nicht mehr. Diese 4,21 werden noch multipliziert oder verstärkt durch die Pluralität, außerdem durch verbesserte Technologie. Auch das ist etwas, was wir gesagt haben, was wir bald machen, nämlich den Idealismus. Da kriegen wir nochmal plus 50% dazu, aber der geht erst ab 1840. Das heißt, nachdem wir mit der Medizin fertig sind, werden wir da Idealismus erforschen. Und das war's dann schon. Ja? Das heißt, ich erhalte sehr, sehr viel mehr Forschungspunkte, wenn ich in meine Alphabetisierung
investiere. Einerseits deswegen, weil in die Alphabetisierung investiere ich dadurch, dass ich mehr Geistliche habe. Die Geistlichen wiederum erbringen eine Forschungsleistung. Und die Alphabetisierung selbst bringt auch Forschungsleistung. Deswegen sind vor allem bei rückständigen Staaten, Österreich, Osmanisches Reich, Russland, es ganz wichtig, dass ich hier mal am Anfang dagegen arbeite. Weil ich sonst immer mehr in Rückstand komme. Investiere ich in Armee, ist das natürlich durchaus gut, aber die Armee-Technologie, die Technologierate für meine Armee ist nie so groß wie die von bereits entwickelten Staaten. Das heißt, Preußen wird immer schneller forschen als wir und Preußen wird immer mehrere Schritte vor uns sein, was die Technologie hier betrifft. Deswegen halte ich Preußen am Anfang freundlich mir gegenüber. Diese Forschungen werden im Verlauf immer günstiger, weil je länger sie vorhanden sind, desto günstiger werden sie. Und ich kann, sobald ich eine höhere Alphabetisierung und mehr Forschungspunkte habe, sehr viel stärker aufschließen und sehr schnell aufschließen auf meine Konkurrenten. Das wird circa mit 1860 herum, 1850, 1860 herum, werden wir dann anfangen, wirklich massiv auch hier zu investieren. Wir werden auch davor schon die eine oder andere Forschung hier machen, aber bis zu dem Zeitpunkt zahlt sich das meiner Meinung nach praktisch nicht aus. Auch wenn praktisch alle anderen Let's Player sagen, wir müssen unbedingt hier investieren. Ja, wie schon gesagt, Industrie und Kultur sind ganz wichtig. Positivismus wäre eigentlich auch wichtig. Wenn ich das nehme, 7888. Wir haben jetzt 8,5. Das müssten wir uns ausrechnen. Habe ich einen Taschenrechner? Nö. 8,5. Das sind etwas weniger als 1000 Tage. Sagen wir mal 900 Tage. 365 Tage hat ein Jahr, sagen wir 800 Tage. 365, 700, etwas mehr als 2 Jahre braucht das. Okay, nein, wir lassen das, wir machen Medizin. Dann können wir möglichst schnell mit Idealismus anfangen. Wir beginnen die Forschung. Und Medizin ist auch nicht schlecht. Das bringt zwar jetzt nichts für meine Forschung an für sich, aber es erhöht meine Bevölkerungs- und es ist nicht einmal so schlecht fürs Militär. Außerdem, wenn wir die Thoraxkammer, die Druckkammer für die Thoraxoperationen relativ früh erforschen, gibt es auch ein wenig Prestige. Das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, könnte man Medizin nennen. Und wir brauchen es auch für Kolonialisierungen. Wie schon gesagt, Kolonialisierungen werde ich wahrscheinlich eher wenig machen. Schauen wir mal, wie sich's ausgeht. Uns ist wichtig, dass wir Europa dominieren. Gut, durch den ideologischen Gedanken haben wir jetzt einen nationalen Fokus mehr. Das werden wir auch gleich einstellen. Das machen wir hier. Wir haben Böhmen, wie schon gesagt, 1,7% Geistliche. Wir wollen da auf 3% mindestens kommen, bevor wir den nationalen Fokus weggeben. In der Slowakei genauso und wir können jetzt das nächstgrößere dran nehmen, nämlich Alföld. Da haben wir noch 1% Geistliche. Das werden wir jetzt ändern. Also wir sehen, wir haben bei den beiden am Anfang des Spiels auch 1% gehabt. Das heißt, innerhalb von etwa 2,5 Jahren haben wir die Zahl der Lehrer fast verdoppelt. Was sehr gut ist, was sehr gut ist. Dadurch wird dort die Alphabetisierung schneller steigen. Also wir haben hier eine Änderung der Alphabetisierung von plus 3,47%, während in Alföld haben wir bei diesen nur 1,53% monatliche Veränderung, weil wir dort einfach viel weniger Geistliche noch haben. Gut, Geistliche sind wichtig. Nein, sind sie nicht. Lehrer sind wichtig. In dem Spiel heißen sie halt Geistliche. Ja, gut, machen wir weiter. Schauen wir mal, wie das Spiel weitergeht. Hannover ist schon vertraut mit Preußen. Na gut. Oh, Brasilien hat jetzt auch Bolivien den Krieg erklärt. Die sind ziemlich kriegerisch heute unterwegs. So, wir haben eine
ein Ereignis, das uns nicht gefällt, nämlich Kartoffelfäule. Gut, wir können den Bauern helfen. Das senkt unser Bevölkerungswachstum um -2% und die Militanz steigt um 0,01% pro Monat. Das ist nicht gut. Und die Bevölkerung in Venedig erhält 3 Bewusstsein und wir verlieren 2 Prestige. Das Bewusstsein ist uns wurscht. Das Prestige verlieren ist schlecht. Wir sehen, hier haben wir diesen Prestigeverlust nicht. Aber wir haben die Kartoffelfäule um einiges länger, nämlich bis 23. September 1839, also ein Jahr lang. Und hier haben wir es nur ein halbes Jahr lang. Das heißt, das Bevölkerungswachstum ist hier natürlich besser, wenn wir die Bauern unterstützen. Und ich glaube, wir werden es überleben. Die 2 Prestigeverlust machen wir das. So, unsere Flotte wird auch immer größer. Wir sehen, wir haben bereits eine Flotte von 8 Schiffen hier. Leider haben wir dadurch relativ wenig Einkommen. Relativ wenig Einkommen, aber nicht gar keines. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Fabriken. Oh, Kleiderfabriken mag ich. Kleiderfabriken mag ich. Die können auf jeden Fall unterstützt werden. Kleiderfabriken sind Geldmaschinen, könnte man fast sagen. Kleiderfabriken, Papierfabriken sind am Anfang auch recht angenehm. Papierfabriken in Tirol besser, die haben dort, glaube ich, nur Holz herumliegen. Und noch ein Schiff. So, jetzt haben wir gleich 10 Schiffe. So, unsere Flotte ist bereit, um Truppen nach Ägypten zu transportieren. Falls wir Ägypten den Krieg erklären. Wie ist das mit Ägypten? Die führen, glaube ich, eh gerade einen Krieg, oder? Kann das sein? Ja, die führen gerade einen Krieg. Wir werden eine Kriegsrechtfertigung gegen Ägypten anfertigen. Und zwar. Das ist gut. Politische Religion, Wunsch nach politischen Reformen plus 10%. Das ist gut. Unsere Leute wollen mehr politische Reformen. Wir wollen ein Zugeständnis von ihm, also das heißt, wir wollen eine Kolonie von ihm. Es kostet uns 5 Infamie, wenn wir gleich aufgedeckt werden. Schauen wir mal, wie lange das hält. Mit etwas Glück brauchen wir gar keine Infamie zahlen. Ich glaube, nein, wie heißt das hier? Nicht Infamie, sondern. Ja, doch, Infamie. Ich dachte, das ist ein anderes Spiel. Gut. Außerdem schauen wir wieder mal nach unseren diplomatischen Beziehungen. 27, 49, 67. Was können wir da machen? Hupsi, warte mal. Das ist aber gar nicht gut. Da wollte doch glatt jemand uns rauswerfen. Wir werden mal kurz den Botschafter von Preußen rauswerfen. Anstatt dass er uns rauswirft aus Baden. Das passiert leider nur allzu oft. Und in Kolumbien können wir vertraut steigen. Sehr gut. Und weiter geht's. Das Gute ist, wenn Ägypten eh Krieg führt mit der Türkei, dann. Ah, okay. Vier Infamie ist nicht so schlimm. Damit können wir leben. Wir können uns, glaube ich, 25 leisten. So, Spanien, USA, Osmanen, Spanien, Großbritannien hat Burma den Krieg erklärt. Warum das denn? Aber ist vielleicht eh besser so. Gut, was wir als Österreicher auch immer wieder machen müssen, ist uns diese Konflikte anschauen. Derzeit ist noch alles wunderschön blau. Das heißt, es gibt noch keine sezessionistischen Bewegungen. Das ist etwas, was ihr auch sehen werdet in anderen Let's Plays. Österreich kämpft grundsätzlich mal damit, dass sich viele von diesen Staaten bilden können. Also Österreich-Ungarn war ein Vielvölkerstaat. Naja, so viel hat das jetzt nicht gebraucht mit den liberalen Gedanken. Nur 19, 0,19% mehr. Auf jeden Fall, es werden sich immer wieder Gruppen bilden, die versuchen wegzukommen von uns. Das kann dann zu Konflikten führen, aber wenn wir das etwas gut managen, dann sollte das alles kein Problem geben.
Gut, dann werden wir als nächstes unsere Truppen neu organisieren. Die Kleiderfabrik werden wir fertig finanzieren. Gut, was haben wir denn da für Truppen? Lauter Schwammerl. So, einer davon. Den schicken wir mal. Machen wir das im Pause-Modus. Und den schicken wir mal nach Venedig. Die erste Armee werden wir wahrscheinlich runterschicken. Allerdings nur mit zwei Pferden. Dritte Pferd schicken wir zu einer anderen Armee, da an die Front. Das sind, glaube ich, nicht auch nur Infanteristen. Sehr gut. Gut, und diese Armee schicken wir nach Triest, wo sie darauf wartet, dass wir einen Kriegsgrund kriegen und den Krieg dann erklären können. Und da gibt es noch einen weiteren Modus, nämlich den Rekrutierungsmodus. Der ist ganz praktisch. Da könnten wir dann noch ein paar Truppen dazu schicken. Am Anfang haben wir leider noch nicht allzu viel Auswahl, aber wir werden noch eine Artillerie dazu stecken. Die hilft uns bei den Belagerungen. Und wir werden Triest nicht nur als Flottenversammlungspunkt machen, sondern auch als Armeeversammlungspunkt. Deswegen diese Typen da gleich rüberkommen zu uns. Und im Prag, machen wir in Prag noch eine Truppe. Wo bauen wir? Husaren haben wir, glaube ich, oder Kürassiere. 6 und 5 und über 2. Aber ich will Husaren haben, und zwar deswegen. Husaren haben nämlich mehr Manöver. Wir brauchen die Kavallerie am Anfang zwar auch noch zum Kämpfen, aber später ist die Kavallerie eher als Aufklärungstrupp und als Unterstützungstrupp da. Und ich baue eigentlich später dann überhaupt keine Kürassiere, das sind so typische Kämpferkavallerie, sondern eher Husaren oder Dragoner, sind auch nicht so schlecht, die sind etwas härter im Nehmen und die haben schon Aufklärung 1. Und die anderen haben immerhin Aufklärung 2. Also die Husaren nehme ich ganz gern. Das hilft uns im Kampf gegen andere. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben einmal eine Artillerie, ein Pferd und das heißt, wir nehmen noch eine Infanterie auch mit. Die nehmen wir uns da, nehmen wir eine rumänische Infanterie. Ich versuche meine Truppen immer möglichst zu mischen. Dann geht nicht die gesamte Truppe mit bei einer nationalen Revolte. So, dann brauchen wir noch zwei Generäle dazu. Und dann schauen wir uns vor allem den General in der ersten Armee an, ob der eh gut ist. Stefan Dankl ist echt nicht schlecht. Ja, das ist definitiv der Beste. Gut. Ist ein guter Mann. Den können wir nach Ägypten schicken. Eine Armee sollte eigentlich an und für sich reichen. Ich habe auch außerdem vor, Preußen und Frankreich zu bitten, mir zu helfen. Wenn sie das tatsächlich tun, dann hat das einen wunderschönen Effekt. Dann muss ich weniger Krieg führen und lasse meine Verbündeten Krieg führen. So, wir haben jetzt denn da mal ein wunderschönes Minus. Und, upsie, das ist schneller gegangen, als ich dachte. Wir haben schon unseren Kriegsgrund. Ich wusste gar nicht, dass das so schnell geht. Na gut, wir haben insgesamt ein Jahr Zeit, diesen Kriegsgrund einzulösen. Aus Ägypten, aus Ägypten. Bis 10. März 1840. Schauen wir mal, wie lange unsere Truppen brauchen. Der braucht bis Juni 39, Juni 39, Juli 39. Vielleicht werden wir. Nein, wir werden da erst den Krieg erklären, wenn wir
wenn wir mit unseren Schiffen davor sind. Schade. Sie führen aber keinen Krieg mehr mit den Osmanen. Nein, ist okay. Man kann nicht alles haben im Leben. Oder? Ja, ist ja wurscht. Schicken wir halt eine schlechtere Armee runter. Geht's ihr mal daher? Ich muss da fertig sein. Oder hier? Nein. Die Infanterie. Naja. Egal. Die sind in Triest angekommen. Machen wir 9000 Mann. Die schicken wir jetzt mal aufs Boot. Mit dem Boot fahren wir vor. Ja, was steht da? Krieg zwischen. Ja, ist okay. Vor allem Frankreich sollte sehr hilfreich sein in dem Krieg, weil die wollen sowieso da unten auch Krieg führen. Denen taugt das auf jeden Fall. Osmanen mögen uns wieder. Sachsen ist uns egal. Hier maximal noch neutral gestiegen, ist auch egal. Ist auch egal. Spanien, USA. Oh Mann, USA. USA ausmalen. Na gut. Und wir müssen außerdem relativ früh anfangen, Krieg zu führen dort unten, weil die europäischen Mächte bemühen sich sehr stark um Ägypten und wir wollen nicht, dass Ägypten Unterstützung von anderen Staaten bekommt. Derzeit ist keiner vertraut mit ihm, nur herzlich. Sobald sie vertraut sind mit irgendeiner Großmacht, kann die Großmacht für sie einspringen im Krieg. Das ist gar nicht gut, wenn das passiert. So, wir sind am Schiff. Das Schiff fährt nach zur Küste von Palästina. Und was wir erobern wollen, ist einerseits das Suezgebiet. Das wollen wir auf jeden Fall erobern, weil wenn wir das besitzen, dann kann uns kein anderer mehr den Suezkanal wegnehmen. Außer sie führen mit uns Krieg und nehmen uns weg. Ja, das kann passieren. Und wenn irgendwie geht, auch Mittel- und Unterägypten. Das sind sehr reiche Regionen und vor allem, sie liefern uns Wunden. Also wenn wir das. Ich bin mir nicht sicher, ob man beide braucht oder ob nur Mittelägypten reicht. Man bekommt dadurch wunderschöne archäologische Ereignisse, wenn man das hat. Also man muss nicht extra Ägypten darum bitten, sondern man kriegt es automatisch. Man kann das Grab von Tutanchamun suchen und so weiter und so fort. Gut. In dem Fall haben wir eine Armee. Passt, zusammenführen. Gut, wir werden noch unsere Verbündeten Honig ums Maul schmieren, dass sie nachher zusagen, wenn wir sie bitten, mit uns gemeinsam Krieg zu führen. Ihr seht, Preußen hatte ich bereits einen Wert von 200, aber dadurch, dass wir gegenseitig uns die Staaten in Deutschland abspenstig machen, sinkt die Freundlichkeit gegenüber voneinander. Ja, das wird noch weiter so gehen. Das heißt, wir werden relativ viel in die Beziehung investieren müssen. Und sobald wir es nicht mehr tun, also sobald wir einen Krieg mit Preußen wollen, brauchen wir uns nicht wirklich darum kümmern, dass die Beziehung schlechter wird. Gut. Sind wir mit unserem Schippernagel vor Ort. Gleich. Gut. Wir sind vor Ort. Wir holen uns die Diplomatie. Wieso können wir keinen Krieg erklären? Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Ich habe meinen letzten Diplomaten ausgegeben. Ah, jetzt müssen wir einen Monat warten, über einen Monat sogar. Ja, super, das habe ich super klug gemacht. Ich hoffe, meine Truppen leiden nicht darunter. Doch, sie leiden darunter. Ah, Himmelherrschaftszeiten, ich bin so ein Idiot. Naja, man kann nicht alles haben.
Wir geben da mal die. Da gehen wir mal auf 80% drauf. Ich hoffe, unsere Flotte hält das mit 30% aus. Wir werden die Steuern einfach für alle auf 100% geben. Während eines Krieges sind Lehrer nicht wichtig. Das heißt, wir geben das runter auf, sagen wir 70%. Und die Bürokraten sind auch nicht so wichtig. Die gehen wir auf 65%. Das hingegen ist wichtig. Das gehen wir auf 100%. Gut. Und jetzt warten wir, bis wir einen Diplomatiepunkt haben. Ja, warten, warten, warten. Ionische Inseln mögen uns. Russland ist uns wurscht. Belgien mag uns. Griechenland mag uns schon. Chile hat Bolivien den Krieg erklärt. Bolivien verliert einen Krieg gegen Brasilien und führt gleichzeitig den Krieg mit. Naja, gut. So, aber wir sind noch im Plus, das ist gut. Das ist gut, das heißt, wir können rein theoretisch da auf 100% gehen. Dann werden sie besser versorgt, unsere Truppen. Und sie sterben uns nicht dahin, wie die Fliegen. Oh ja, sie sterben uns dahin, wie die Fliegen. Hallo. Und, haben wir eins. Ha, sehr gut. Soziale Gerechtigkeit. Seht ihr? Plus 5% Pluralität. Das heißt, wir sind jetzt schon auf 9,79%. 9,79 Punkte von 8,5 vor etwa einem Jahr. Nicht einmal einem Jahr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch unsere Geistlichen sind jetzt um einiges mehr schon. Wir haben 1,46% im Reich. Gut. Und wir haben gesagt, einmal Krieg. Krieg erklären. Zugeständnis verlangen. Und zwar, wie heißt das? Sinai heißt das. Ist das Suez dabei? Ja. Wir wollen Sinai haben. Und wir hätten ganz gerne unsere Bündnispartner. So machen die mit. Frankreich sehr wahrscheinlich, Preußen wahrscheinlich, Baden sehr wahrscheinlich, Bayern sehr wahrscheinlich, Sachsen sehr wahrscheinlich. Das ist gut. Wir fragen sie, ob sie mitmachen. Sehr wahrscheinlich ist gut. Und auf nach Suez, das wollen wir ja erobern. Gut, schauen wir mal. Also, Krakau macht mit, das ist uns wurscht, Toskana auch, die könnten vielleicht sogar Truppen schicken, Parma auch, Modena auch, Lucca auch, Württemberg, Sachsen, Bayern sowieso, Baden großartig, ha, sogar Preußen, das ist sehr gut, dann kommen sie wenigstens nicht auf die dumme Idee, mir den Krieg zu erklären, während ich Krieg führe. Und Frankreich auch. Großartig. Das heißt, wir müssen gar nicht viel tun. Wir warten einfach ab, bis unsere Verbündeten kommen und Ägypten zu Tode schlagen. Das ist riskant. Nein, ist es nicht. Wir sind weit stärker. Ja, warum sind wir so viel stärker als Ägypten? Nun, Ägypten hat einen Staat mit einem sehr, sehr großen Nachteil. Es ist ein unzivilisiertes Land. Tja, Pech für Ägypten. Wir hätten einen Kriegsgrund gegen Griechenland, der ist uns egal. Und ihr seht, wir haben etwa gleich viele Truppen am Anfang gehabt und wir haben bereits 15.000 von ihnen gekillt. So, nach dieser ersten Schlacht werden wir das beenden und ihr könnt morgen anschauen, inwieweit wir Ägypten fertig gemacht haben. Und totes Ägypten. Das bedeutet, meine Freunde, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaf gut und träumt was Schönes. Und wenn ihr nichts träumt, dann ist es auch nicht so schlimm. Hauptsache ihr träumt nicht schlecht. Bis bald.